Nämlich eine der Fragen war, also wir gucken jetzt gerade hinten auf die große blaue Rosette, auf das unglaublich beeindruckende Rosettenfenster. Hinter dem Salvator bzw. über dem Salvator ist ja auch irgendwie ein Ja. Rosettenfenster gewesen, was zugemauert worden ist, oder? Genau, das ist also das drückt sich immer wieder ab. Das wurde mal zugestrichen, aber es kommt immer wieder vor. Und von außen ist ja da eine Rosette. Von außen sieht man es. Da sollte eine Rosette sein. Und in der Zeit des Kirchbaus, als der Architekt Bosslet in die Kirche kam und es war offen, dann hat er gesehen, unheimlich das Blenden des Lichtes. Im Osten, da geht die Sonne auf und wenn wir da sind, da blendet die Sonne total. Also man hätte müssen ganz dunkles Fenster Glas reinmachen. Das hätte natürlich mit den anderen nicht korrespondiert. Und mit seinem Thema, dass da vorne das goldgelbe Licht ist in diesem heiligen Raum, der wäre nicht hinkommen. Das war ein Grund. Der andere Grund, wir sehen es jetzt hier nicht, weil wir auf der Empore stehen, aber wenn man unten in die Kirche kommt, dann sieht man immer nur ein kleines Stückchen von dieser Rosette. Und wir hatten mal ein Modell hochgezogen, also so in Originalgröße, bunt bemalt, also bemalt wie die anderen Fenster. Und dann haben wir festgestellt, dass wenn da oben jetzt ein buntes Fenster ist, das die Kraft von dem Christus nimmt. Man schaut dann einfach so nach oben und nimmt die Kraft von diesem Christus mit der Krone drüber, mit den Engeln, es nimmt ihm die Kraft weg. Das war der Grund, warum wir es bei der Renovation, das ist jetzt auch schon wieder 30 Jahre her, nicht wieder geöffnet haben. Es taucht immer wieder die Frage, soll man das nicht öffnen? Aber es verändert den Raum stark. Ja. Ja. Also es war ursprünglich als Fenster Es war geplant, als man Fenster hat es aber, geplant, man ja. hat es aber dann nie als Fenster gebaut. Ne, gebaut schon, aber Ja, kein also Glas gebaut. reingemacht. Und Genau. dann hat man es zugemacht und es war noch unter Bosslet. Bosslet selber, also der Architekt der Kirche, hat es selber dann noch so angeordnet, dass es wieder zugemacht wird. Ja. Ja. Eine weitere Frage war, was unter der Kirche ist, weil da jemand Fenster gesehen hat. Ich glaube, derjenige war noch nie in der Krypta, oder? Da ist die Krypta, ja, genau. Aber das sind die geheimen Gänge des Kellers. Früher Das dürfen wir nicht verraten gibt hier. es ein Gerücht, ein Gerücht, man sagt, im alten Kloster gab es einen unterirdischen Gang vom Kloster drüber nach Gallershausen, das Nachbarort, in ein bestimmtes Gebäude. Und das sei der Fluchtweg gewesen des Abtes damals. Der Abt musste mal fliehen und dann ist er über die unterirdischen Wege darüber gegangen. Das ist eine Geschichte, aber da ist was dran, weil der tatsächlich drüben auftaucht dann. Der Kirch ist unterkellert. Unser Kirch ist unterkellert. Früher war es der Obstkeller, der Apfelkeller. Und die Fenster, die man an Kirche entlang sieht, sind diese Kellerfenster. Und die ganze Kirche ist unterkellert. Da ist viel Lagerraum. Früher war das Obst da gelegen, weil es da kühl war, die Äpfel. Ja, ist ziemlich unterkellert. Der eine Teil ist die Krypta, aber ganz andere Teil ist auch unterkellert. Wenn muss Nur man. der Altarraum ist nicht unterkellert, weil der auf Fels steht. Das ist interessant. Der Altarraum, das ist ein Fels, das ist der höchste Punkt hier. Deshalb kommt ins Kloster auch kein Wasser, das kommt in die Gebäude drumherum, weil der Altar auf Fels gebaut ist. Apropos Wasser, einer der Türme ist ja auch ein Wasserturm. Ja, das ist Kloster, ja, das haben die Brüder einfach schlau gedacht. Der eine Turm ist für die Glocken, ja, und der andere Turm ist Wasserturm des Klosters, sodass wir überall unser gleiches Wasserdruck haben und es kommt aus dem Brunnen, aus dem Tiefbrunnen im Klostergarten. Jemand hat auch gefragt, ob wir die Krypta ein bisschen besser beschreiben können, diesen wunderbaren Raum der Stille. Ich glaube, da müssen wir aber ein extra Video machen, Da weil könnte man extra, ja. da müssen wir auf jeden Fall nochmal Genau, runtergehen und genauer drauf können wir machen, eingehen. ja. Aber zum Schluss so eine ganz, ganz lebenspraktische Frage. Ist das Chorgestühl beheizt im Winter? Nein. Sie müssen frieren? Nein. Also, wir haben ja im Sommer gehen wir so leichter ins Chorgestühl. Im Winter haben wir unsere Kukullen, das ist das eigentliche Mönchsgewand, das wärmt. Und inzwischen ist da Fußbodenheizung wie in der ganzen Kirche, so eine Bodenheizung. Also, es ist jetzt nicht warm, aber man muss auch nicht frieren. Gut, damit sind wir wirklich am Ende von unserem Video angekommen. Vielen, vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen und wie immer am Schluss, wenn Sie irgendwelche Fragen haben oder wir ein bestimmtes Thema in einem unserer nächsten Videos ansprechen sollen, schreiben Sie es uns gerne in die Kommentare, schreiben Sie uns eine private Nachricht oder eine E-Mail. Herzlich willkommen zu Kirchweih.